Trotz einer erneut über weite Strecken guten Leistung verlor die Hoffenheimer Frauenmannschaft in der Allianz Frauenbundesliga zu Hause gegen den SC Sand mit 2:3. Wir hatten nach dem Spiel noch Torschützin Nicole Bela und Sophie Howard beim Interview. Natürlich war das Spiel jetzt ein kämpferisch betont, so wie wir es eigentlich erwartet haben. Ja, schön, dass wir 1-0 in Führung gehen, aber das 1-0 hat uns dann halt leider auch nicht zum Sieg verholfen. Und ja, es ist jetzt schade und wir haben, glaube ich, auch ein bisschen Pech gehabt, aber ja, wir müssen jetzt das Beste daraus mitnehmen und schauen, dass beim nächsten Spiel wieder bergauf geht. Beinahe hätte es noch mit dem zweiten Tor gereicht. Wie hast du die Szene gesehen? Ich dachte, Ball wäre nicht im Aus. Wie hast du es gesehen? Ja, also ich habe auch geglaubt, dass er nicht im Out war, aber die Schiedsrichter entscheiden das Spiel. Die Schiedsrichter sind da dafür und ja, die Meinung kann man nicht ändern. In der zweiten Halbzeit hast du auch nochmal eine große Chance gehabt. Was war da? Ja, also ich war, glaube ich, ein bisschen überrascht, dass der Ball nur so zu mir kam. Und ja, glücklich, glaube ich, war auch nicht ganz dabei, aber kann man jetzt nicht ändern. Das hat man heute mit 2:3 hier verloren gegen Sand. Das 1:1 war ein Elfmeter für Sand, den hast du verursacht. Ich dachte, es wäre keiner. Wie hast du es gesehen? Also ich glaube, ich habe meinen Körper reingeschoben und sie ist dann hingefallen. Ich glaube nicht, dass es ein Elfmeter war, aber Schiedsrichterin hat gepfiffen, dann kann man nicht viel machen. Kurz vor der Situation hatte man auf der gegenüberliegenden Seite eigentlich jetzt 2:0 gemacht. Es wurde aberkannt, weil der Ball angeblich im Aus war. War man vielleicht da noch ein bisschen ungeordnet hinter in dem Moment dann? Ja, also auch da glaube ich nicht, dass der Ball aus war. Dann machen die einen Konter, schalten schnell um, haben es gut ausgespielt. Und dann jetzt hatten wir die ersten beiden Spiele nach dem Winter verloren. Ist jetzt nicht gerade ein Start, den man sich gewünscht hat. Wie seht ihr das? Ja klar, so war kein guter Start oder ist kein guter Start. 4:1 jetzt gegen Frankfurt verloren und auch heute hier verloren. Aber ich denke, wir haben phasenweise eine gute Leistung gezeigt in beiden Spielen. Und wir dürfen uns jetzt nicht unterkriegen lassen und müssen da weiter dran arbeiten, wo wir auch dann im letzten Jahr gegen Freiburg aufgehört haben. Und wie gesagt, wir haben gute Leistungen gezeigt phasenweise und an denen müssen wir noch weiter anknüpfen.